Werfen wir vor dem freien Training noch einen kurzen Blick auf die Fahrer. David Coulthard führt in der Fahrer-WM. Natürlich will er auch heute gewinnen, hier in Interlagos. Schumacher, Zweiter. Barrichello, Dritter. So viel zu den Fahrern. Werfen wir nun noch einen Blick auf die Konstrukteure. McLaren führt in der Konstrukteurswertung. Natürlich will das Team auch heute gewinnen, hier in Brasilien. Ferrari steht an zweiter Stelle in der Konstrukteurswertung. Die unebene Strecke von Interlagos in einem südlichen Vorort von Sao Paulo ist in zwei sehr unterschiedliche Abschnitte unterteilt. Neben zwei sehr langen Geraden und einigen schnellen Kurven erwarten die Fahrer im Infield der Strecke mehrere technisch anspruchsvolle und langsame Kurven, die absolut präzise gefahren werden müssen und keine Fehler verzeihen. Hallo zusammen. Willkommen in Brasilien zum zweiten Lauf der FIA Formel 1 Weltmeisterschaft 1999. Das Wetter hier ist wieder einmal herrlich. Michael Schumacher, Erster. Häkkinen, Zweiter. David Coulthard, Dritter. Barrichello, Vierter. Trulli, Fünfter. Jacques Villeneuve, Sechster. Ralf Schumacher, Siebter. Pedro Diniz, Achter. Wurz, Neunter. Jean Alesi, Zehnter. Ricardo Zonta, Elfter. Fisichella, Zwölfter. Der Minardi-Pilot startet im Rennen nach einem eher mittelmäßigen Qualifying leider nur als 13. Frentzen 14. Hill war etwas langsamer als sein schärfster Konkurrent, der Minardi-Pilot. Olivier Panis 16. Genet konnte mit seinem Teamkollegen nicht mithalten und startet als 17. Johnny Herbert 18. Eddie Irvine, 19. Pedro de la Rosa, 20. Zanardi, 21. Takagi, 22. Yeah.
Jetzt
jede Rundenzeit unterboten. Thank you.
Weniger als 3 Sekunden hinter dir.
ist jetzt 7 Liter. Weniger als 3 Sekunden hinter dir. Thank you.
16. Etwa 5 Sekunden vor dir. Du bist jetzt 17. De La Rosa ist jetzt 18. Etwa 25 Sekunden hinter dir. Sauber steht an der Box bereit. Blaue Flagge.
etwa 30 Sekunden vor dir. Du bist jetzt 17. Chile ist jetzt 15. etwa 35 Sekunden hinter dir.
ist jetzt 18. etwa 40 Sekunden hinter dir. Thank you.
ist jetzt 18, etwa 40 Sekunden hinter dir. Thank you.
der Box bereit. Thank you.
über 20 Sekunden vor dir. Du bist jetzt 17. De La Rosa ist jetzt 18. Etwa anderthalb Minuten hinter dir. Manis,
ist aus dem Rennen. Seine Radaufhängung ist gebrochen. We'll be right back.
Überflagge. Lass den Wagen hinter dir vorbei. We'll be right back.
Straße hinter dir. Yeah.
das war der diesjährige Große Preis von Brasilien. Hier das offizielle Endergebnis. Schumacher, Erster. Häkkinen, Zweiter. Coulthard, Dritter. Barrichello, Vierter. Frentzen, Fünfter. Ralf Schumacher, Sechster. Der Minardi-Pilot, 15. So, jetzt wird es höchste Zeit, einen Blick auf den neuen Stand in der Fahrerwertung zu werfen. Schumacher geht in der Fahrer-WM in Führung. McLaren bleibt in der Konstrukteurswertung weiter in Führung. Ferrari ist Zweiter. Auf dem dritten Platz liegt Stewart.